Und da sind wir auch wieder bei Let's Play Final Fantasy 6. Ja, ich habe mich nochmal so ein bisschen... ich glaube, wie sagt man das jetzt am besten? Nochmal umentschieden, was die Charakter jetzt betrifft. Aber ich kann mich jetzt mal klären. Okay, ich bin noch nicht da. Ja, ich habe jetzt andere Charaktere, die jetzt nicht so kampfstark sind, wie zum Beispiel Terra oder so. Also von Level jetzt her, habe ich jetzt reingenommen. Zum einen Edgar, Gao, Siren und Realm. Für die werde ich auch wohl offscreen ein bisschen auf was kaufen. Oder zumindest für ein, zwei Charakter so ein bisschen die Waffen. Weil die haben doch ganz schön schwache Waffen. Ich kann doch nicht vom König kein Geld. Du hast Familie, oder? Sei still und nimm es einfach. So, was ich nämlich hier schön vergessen habe, sind weitere Tools, die ich noch nicht gekauft habe. Zum einen Abblitzen. Blendet mehr Gegner. Durch den Befehl Geräte, Scanner, sucht den Schwachpunkt. Natürlich auch sehr schön. Und den Bohrer. Was quasi, ich weiß nicht, ob das jetzt eine verbesserte oder eine schlechtere Form der Kettensäge ist. Muss ich dann einfach mal so ausprobieren. Auf jeden Fall habe ich schon wieder die Uhr vergessen, ey. Mann, warum kann ich mir das nicht merken? Dann sagen wir mal so eine Minute bis zwei. So. Dann wollen wir natürlich jetzt uns auch mal aufmachen zum nächsten Charakter. Ich weiß jetzt allerdings nicht, wo war denn die Höhle jetzt nochmal. Ja, da. Da muss ich rein. Genau, wir gehen rein. Ja, wir müssen jetzt zwei Gruppen bilden. Für die zweite kommt auf jeden Fall Mock rein. Das werdet ihr allerdings dann sehen. Ja, dann nehmen wir hier Terra noch mit rein. Siren. Wo noch? Edgar und... Dann nehmen wir nochmal Celis mit in der Truppe hinein. Hier kommen so Sabin rein. Shadow. Und Ram. So, an den Aufteilung in zwei Gruppen, bla 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 bla. Also wir können uns in zwei Gruppen, wir haben uns jetzt in zwei Gruppen aufgeteilt und ich habe hier natürlich jetzt keine Ausrüstung. Ja. So. Relikte. Ja, aber es ist jetzt natürlich blöd, dass ich das jetzt hier so on-screen machen muss. Da jetzt einfach nur ganz so Schutz gegen End und Stumm, das brauche ich hierfür auf jeden Fall. Und Ordnung. Goldband hier. Die hat die andere gut. So, wir gehen hiermit schon mal los. Und müssen auch hier gleich erstmal kämpfen. Deswegen ist das hier auch so ziemlich die Kämpfertruppe. Und die andere, da habe ich jetzt eher schwächere reingenommen, aufgrund der Tatsache, dass da jetzt zu den Kämpfen könnte es dann doch ein bisschen problematisch werden. Deswegen habe ich für die Truppe Mock reingepackt, damit ich da überhaupt nicht kämpfen muss. Das erleichtert mir auch so ein bisschen die Sachen. Aua. Siren und Terra bekam erstmal ein Level-Up. Schön. So, hier machen wir natürlich jetzt erstmal so. Und dann wechseln wir die Truppe.
Und hier brauchen wir im Grunde genommen eigentlich nur eins, nämlich den Mugli-Zauber. Und der Rest im Grunde genommen noch einmal. Ich hoffe, ich hab noch Sprintstiefel. Sieht so schlecht aus. Ja, sieht schlecht aus. Dann müssen wir das so bewältigen. Ach ja. Oh. Patz. Und in die Stacheln hinein. Gut. Gut, 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 gut. Ich weiß nicht, kann man hier. Aua. 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 Also da in die Schatztruhe kommen wir zurzeit noch nicht. Und hier muss man wirklich zusammenarbeiten. Damit da nicht damit es da auch irgendwie weitergeht. So. Jetzt ist da der Weg frei. Und wir unsere Schatzkiste haben wir uns die nicht. Die holen sie uns. Und erinnert mich bitte daran, dass ich kämpfe. Was? Das erinnert mich ja beinahe an 10.000 Stacheln. Das war auch so fast. Nehmen wir mal den Bohrer. Bohrer-Action! Edgar! Zelda bekommen Level up, yay! Ach ja. Life. Und einmal quer durchheilen. Ich hab keine MP mehr. Ach, ja. Ich glaube, ich weiß schon, wer es alles hier geholt hat. Deswegen ist auch hier auch alles leer. Müsste es eigentlich rein theoretisch gesehen. Oh, ein Chaos-Drache. Netter Dino. Wo ist denn hier der Flitzebogen? Genau, der Flitzebogen. Na komm schon. Komm. Jawoll. Nicht Gift. Nein. Jetzt habe ich gegen Gift. Auf die verkehrte Person gemacht. Kettensäge gegen Chaosdrache, Dino. Whatever. Hm, 2200, das ist schon mal nicht schlecht. Ich hoffe, der Drache überlebt leicht bloß. Wollte ich einsetzen. 2000. Ne, die Kettensäge ist stärker. Ja. Nicht schlecht. Ja, dann können wir das gleich vergessen, die gesamten Schatzkisten hier zu holen. Es würde nichts bringen. Aus dem ganz einfachen Grund, weil hier alles leer ist. Ja.
gefiedert gefunden. Ah, gut. Ich mach dann auch hier den Cut und sage bis zum nächsten Let's Play Part. Blood of B meldet sich ab.